Die Sonne ist weg und ich bin noch mal los, um für die Babys frisches Grün zu pflücken und stapfe hier gerade durchs hohe Gras zwischen den Maisfeldern. Wow, schaut euch diesen Abendhimmel an. Ich versuche euch mal zu zoomen. Schaut nämlich richtig schön aus. Stellt es euch noch ein bisschen röter und intensiver vor von der Farbe. Perfekt. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist... Oh, mich hat was gestochen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist Schafgarbe für die Emmy. Und da haben wir sie. Die mag sie nämlich so gern. Deswegen pflücke ich jetzt noch ein bisschen Schafgarbe. Und dann ist das Beutelchen voll. Dann geht's heim. Und dann gibt's Abendessen. Wunderschön. Das ist jetzt die schönste Zeit vom Tag, wenn die Sonne untergegangen ist und es von den Temperaturen wieder angenehm ist. Ich koche mir Abendessen. Heute gibt es einmal Champignons und Spinat. Und dazu werde ich mir einen Kartoffelbrei machen. Mal was Neues. So, das salze ich jetzt noch ein bisschen. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass Salz das Wasser aus dem Gemüse zieht. So, dann gebe ich ein bisschen Pfeffer rein. Ich muss mich konzentrieren, dass nicht wieder zu viel aus diesem Beutelchen kommt. So, ich glaube, das passt. Sehr schön. Und am Schluss gebe ich dann noch Paprikapulver drüber. Theoretisch könnte ich ja auch noch eine Tomate reinschneiden, oder? Dann wird es ein bisschen fruchtiger. Ich glaube, das mache ich. Als Vorspeise gibt es eine Nektarine und eine Pflaume. Und so köchelt jetzt mein Essen vor sich hin und das Wasser für den Kartoffelbrei ist auch schon aufgesetzt. So, Bruno und Holly machen Late-Night-Hüpfen. Jetzt hole ich sie aber langsam wieder rein. Da sind die zwei. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, ist zu dunkel. Hopp, hopp. Da sieht man den Bruno und da haben wir die Holly Polly. Na komm, gehen wir wieder rein. Hopp, hopp. Oh, Bruno. Ach ja, ich bin ja wieder am Kochen. Das ist nicht gut. Erstens mal riecht es danach Essen und zweitens brutzelt es und zischt es und dann traut er sich nicht rein. Naja, jetzt gehen wir mal vom Besten aus. Hopp, hopp. So, jetzt schauen wir mal, wie es klappt. Hopp, hopp. Lotte wollte gar nicht hüpfen. So, Bruno folgt der Holly. Wow, ich bin beeindruckt. Super. Abendessen ist fertig und ich finde, es sieht sehr lecker aus. Einmal mein Gemüse und der Kartoffelbrei. Guten Appetit. Schau den Bruno an. Die großen Stücke. Lotte, worüber hast du nachgedacht? Über den Sinn des Lebens? Oh, Bruno sagt euch Hallo, ja sowas. Wisst ihr, was süß ist? Jetzt hat die Holly was gehört. Der Bruno liegt flach. Fast jedes Mal,
Nachdem Holly Augentropfen bekommen hat, putzt sie einen anderen an den Augen. Also sie putzt nicht ihre eigenen Augen, als ob sie wüsste, sie darf das nicht wegschleckern, sondern putzt, was weiß ich, jetzt gerade dem Bruno die Augen und hofft dann wahrscheinlich darauf, dass ihre Augen auch geputzt werden. Zu reizend. Emmy versucht sich auch noch mit hinzukriechen. Ihr seid süß, hm? Holly kümmert sich um die Lotte. Och Gottchen, wir haben wieder Gruppenputzen. Der Bruno putzt die Holly die Lotte. Rührend. Und Bruno macht Gymnastik. Oh, Bruno. Die ist fein. Schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Lieblingsstelle vom Video und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.